Zacke, die Zackmann. Wow, da geht's ganz schön hoch. Wir müssen ja jetzt wieder eine richtig schwere Kletterpassage überstehen. Das ist auch so, man kann nur nach, also, ich mache jetzt gerade hier mit den Fingern, aber ihr seht das ja nicht. Man kann nur im Kreuz sich an den Wänden bewegen. Also das heißt nach oben, nach unten, nach links und nach rechts, aber so diagonal. Diagonal, jetzt hier wäre hier wäre sehr schön, wenn man so links diagonal hochklettern könnte, aber das geht nicht. Man muss immer schrittchenweise nach oben, dann nach links, bis es nicht mehr geht, dann wieder nach oben, dann wieder nach links, bis es nicht mehr geht und so weiter. So, hier können wir noch nicht runter, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Nämlich an hier können wir loslassen. So, loslassen. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Speichern. Jo, speichern. Hier mal in diesen Spielstand. Hep. So, und das sieht mir doch schon wieder. Ah, Musik. Da können wir uns runterfallen lassen. Komm, mach. Nicht speichern. Lass dich runterfallen. Lara. So, genau. Ach, wir müssen nicht runterfallen lassen, wir müssen runterklettern. Das ist auch besser für unsere Knochen, genau. Da unten lauert doch wieder was auf uns. Ich weiß es. Irgendeine gemeine Gemeinigkeit. So. Ein Felsklotz. Speichern. Nee, sie speichern nicht, Alter. Leben am Limit. Ducken und... Oh, knapp. Jetzt aber speichern. Hallo? Nee, immer noch nicht speichern. Doch, jetzt speichern. Ah, ja. Ist auch besser so. Abspeichern, denn da kommt noch eine Kugel. Ui, ducken, ducken. Oh, 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 oh. Alter, ins Feuer rein. Das war nicht so geplant. Wir hätten uns müssen einfach runterducken. Gott sei Dank haben wir gespeichert. Einfach hochlaufen und wie bei der ersten Kugel uns an dieser Kante da in dem Vorsprung kurz in die Knie gehen. So. Sehr schön. Ah, guck mal, da oben ist noch eine Kugel. Das sehe ich doch von hier aus. Kurz umgucken. Da hinten links geht's weiter. Also zieh dich hoch, laufe etwas und dann spring nach links. Los, spring! Spring! Oh, nein, nicht gegen die Wand. Oh. Scheiße, wir müssen ein bisschen im Bogen laufen, dass ihr die Richtung bekommt. Also das Ganze nochmal. So, ein bisschen Kurve nehmen, genau. So ein bisschen nach rechts und dann nach links. Und hepp. Flammen. Vorsicht. Speichern. Speichern. Ich würde speichern. Ja, genau. Speichern ist gut. Hallo? Nicht mit Anlauf, das ist dein Fehler. Du musst aus dem Stand. Aus dem Stand. Nein. Oh. Das lernt die nie. Jetzt glaube ich aber. Los. Nein, schon wieder den Fehler. Aus dem Stand. Ja, ich glaube, jetzt rafft es. Oder? Nö. Ich bin Mücke gerade hier rum. Was ist da los? Schon Frühling oder was? So, aus dem Stand. Oh. Der ist so doof, ne? Vielleicht checkt das jetzt beim vierten Mal, dass es aus dem Stand ist. So, ja, jetzt spring einfach. Ah, sehr gut. Kugel, Kugel, ducken. Es ist doch eine Freude zuzusehen. Das ist ganz ungewohnt für mich, mir selbst beim Spielen zuzusehen. Beziehungsweise mal zu sehen, was ich eigentlich für eine Kacke fabriziere. So. Und natürlich, wenn man das ein zweites Mal sieht, dann weiß man auch, wo die Fallen sind, weiß, wo die Gegner sind. Dann stirbt, würde ich behaupten, stirbt man auch viel weniger. So, hier können wir jetzt rüberspringen. Aha, wieder klettern. Junge, 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 was ist da nur los? Willst du nicht nochmal speichern? Jo, speichern ist immer gut. So, los. Ja, seht ihr, gut, dass wir gespeichert haben. Voll mit dem Kopf wieder gegen die Decke. Jetzt aber. Genau, du hast die Richtung, du hast die Richtung, genau, darüber, los. Yes, dann wieder Fledermäuse. Ich hatte immer Angst, dass die Fledermäuse mich angreifen, aber das ist einfach nur ein netter Effekt. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt hier
Meter die Wand hoch. Ich habe auch genug jetzt vom Klettern. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich hoffe, in den nächsten Level müssen wir weniger klettern. Das Level da, boah. Und immer so langsam und gemächlich, denn wir haben ja Zeit. Mrs. Croft möchte nicht, dass das Let's Play unter 50 Folgen bleibt. Dieses schöne Rauschen da von dem Wasser. Da muss ich mal pipi. Bei sowas muss ich pipi. So. Da ist eine Öffnung, da können wir hinein. Lass dich fallen. So, aha. Da hinten ist eine Seilbahn. Ne, darüber kannst du nicht. Du musst kriechen. Kriechen. Hier wieder Arschservice für euch. So. Genau. Da müssen wir rüber. Da hinten ist die Seilbahn. Mit der müssen wir fahren. Speichern. Nicht speichern. Hast du das gut überlegt? Doch speichern. So. Nö, was macht er jetzt? Doppelspeichern. Naja, seht ihr, ihr wisst doch genau warum. Das Arschlochspiel. Sehr gut. So, jetzt können wir da weiter. Rechts so ein bisschen von dem Felsvorsprung. Nein, da hinten geht es leider nicht weiter. Ein bisschen zu steil. Und hepp, genau. Und da müssen wir hin zur Winde. Speichern. Alle 5 Minuten. Meter wird gespeichert. Spring. Wieder Fledermäuse. Wo sind sie? Seht ihr, ich ziehe mal vor sich selber die Waffen. Ich mag, glaube, etwas attackiert mich da. Seilbahn! Juhu! Oh, da fahren die Stacheln hoch. Zack. Und runterfallen gelassen. Da unten sind wieder diese Kackpiranias. Die regen mich auf. Wollen wir mal gleich mal wegspülen. Hier sind wir ganz nah an dem Stöpsel dran. Aha, da ist die Seilbahn, genau. Was ist das für komisches... Hä? Komisches Level-Design. Niemand da? Wo geht's denn da noch lang? Ah, guck mal hinten. Vielleicht können wir an den Köpfen hochklettern. Genau. Die Kameraeinstellung verrät uns, dass wir richtig sind. Immer hochspringen, da ist der Weg kürzer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, zack, zack. Und dann, was ist das? Oh, ich hab's im Auge. Alter, nein, wir sind schon wieder vergiftet von diesem, Alter, dieses Drecksviecher. Dieser Maulatem da. Bäh. Stinkt nach Fisch. Was sonst denn? Unterwassergekräuse. Schnell Medipack nehmen. Das war das auch Überleben. 16 haben wir noch, jetzt sind noch 15. Eine Fackel. Eine Fackel. Jo. Dann gehen wir uns mal umgucken, was da hinten so ist. Ist nix. Aha, da flimmert die Seilbahn durch. Was haben wir da? Oh, da ist ein Hebel. Ziehen wir doch mal. Ah, und der Megastöpsel oder die Megaglocke, wie man auch immer ihr das nennen wollt, wird mit einem tösenden Geräusch nach oben gefahren. Yes. Vorsicht, Vorsicht. Ah, da geht. Oh, da ist der nächste Kamerad. Guck mal, wie cool der da so hoch ist. Wie so ein, ja, da kannst du ruhig mit deinem Atem machen. Wir sind weit genug weg. So wie so ein kleiner Gollum ist er da gerade hochgeklettert. Speichern. Jo. Hep. Und? Wo sind wir jetzt? Ja. Und wir dürfen wieder Kanu fahren. Cool. Die Musik verrät es uns. Schnell rein. Auftauchen. So. Paddel unter dem Kanu hervorziehen und hinaus ins Wasser.
So. Boah, Vorsicht, Vorsicht. Was ist das da hinten? Ist das ein Sog? Der uns nach unten zieht. Alter, da möchte ich aber nicht runter. Das ist viel zu gefährlich. Boah, krass. Guckt euch das an. Da war wohl bestimmt die Glocke drin, die wir gerade hochgezogen haben. Alter, schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Ich möchte nicht da runter. Das muss doch hier irgendwo normal noch weitergehen, oder? Oder ist es so gewollt, dass wir runterfahren müssen? Ist es das? Ich glaube schon, oder? Wir müssen da runter. Muss jetzt sonst weitergehen? Komm, wir probieren es einfach aus. Wir haben ja gespeichert. Aha, guck mal da. Zack. Das haben wir überlebt. Schnell Medipack nehmen. Und guck mal, was da hinten angekrochen kommt. Das nächste Krokodil, was auf uns wartet. Folgt uns wie ein treues Hündchen. So, abspringen und auf die, schnell auf die Kante drauf und hepp. Oh nein, was macht die? Ich frage mich übrigens, schnell, 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 bevor es, aua, es hat uns noch gerade ein bisschen bekommen. Ich frage mich eigentlich, ob man vom Kanu direkt hier auf diese Kante drauf springen kann, wenn man nah genug dran ist. Das habe ich leider in dieser Aufnahme nicht getestet. Das werde ich das nächste Mal tun. Es ist tot, Lara. So, speichern. Kurz strecken, Moment. So, Entschuldigung. Weiter geht's. Ins Wasser. Und das Becken abtauchen, nach irgendwelchen Sachen suchen. Da hinten ist, glaube ich, nix. Oder. Jetzt kann ich ja ein bisschen genauer gucken. Ah, stimmt. Nee, da ist nix. Hier ist irgendwo, hier liegt nur das Krokodil faul rum. Aha, guck mal, da hinten ist ein Hebel. Den können wir doch ziehen. Ja. Sehr gut. Einmal umdrehen. Dann wollen wir dieses Becken auch wieder verlassen. Oh, schnell, da kommen Krokodile. Oh, schnell, 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 schnell. Komm, die holen wir uns noch für die Kills. Frag mich zwar wie das funktionieren soll, so unter Wasser. Haben wir den einen schon? Ich sehe das gar nicht. Ja, den einen haben wir. Lebt der andere noch? Ja, da hinten kommt er. So, komm, Schluss jetzt. So, boah. Dunkler Gang wartet auf uns. Wird er speichern oder wird er weiterlaufen? Nein, er wird speichern. Und? Ah, das Ende. Wir haben 49 Minuten gebraucht. 3 von 3 Geheimnissen haben wir gepackt. 4 Health Packs, 2,4 Kilometer. Und damals hatte ich auch erwähnt in der Aufnahme, dass die Anzeige bei mir hier auf dem Monitor über eine Stunde war. Und dass das ja doch eine Differenz ist zu der echten Zeit, die wir aufnehmen. Ich frage mich immer noch, was das berechnet wird. Ich habe keine Ahnung. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was jetzt kommt. Oh, da geht's direkt los. Wir werden irgendwo reingeschmissen. Kanalisation sieht das wieder aus. Ach, guck mal da. Unsere platzköpfigen Freunde mit den Blasrohren sind auch schon da. Und wir werden schon vergiftet. Weißt du, die könnten uns mal Kaffee und Kuchen vorbeibringen hier. So ausgemagert, wie wir sind. Nö, die schießen nur mit so hässlichen Fallen auf uns. So, guten Abend. Hier ist nix, genau. Medipack nehmen. Richtig, Medipack nehmen, das ist wichtig. Wenn wir schon vergiftet sind. Ich höre, da läuft da noch einer. Ah, guck mal da oben. Der darf uns nicht treffen. Ich habe keinen Bock, noch ein Medipack zu verbraten. Komm schon. Und der hat uns getroffen. Mit einer seiner letzten Bewegungen hat er noch einmal gezuckt und einen Pfeil losgelassen. So. Eine Treppe, das ist immer verdächtig. Da ist doch noch einer, ich höre ihn doch barfuß da rum. Aha. Komm schon, Junge. Einen komischen Nasenring oder was das sein soll. Sehen auch wieder gleich aus. Bestimmt so eine Genfabrik, sind die bestimmt erschaffen worden. So, ich weiß, wir sind vergiftet. Wir nehmen uns auch gleich ein Medipack, aber ich möchte erst noch gucken. Wir reizen das Ganze noch ein bisschen aus. Aha, guck mal, da ist ein Medipack. Das habe ich übersehen. Oh, was ist das? Sich hin und her rollende Messer. Das ist immer verdächtig, sowas.
Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir speichern zuerst. Genau, wir speichern. Vergiftet speichern wir. Das ist bestimmt das Beste, was man tun kann. Und dann, los geht's. Wow, Medipack nicht genommen. Hilfe. Und zack. Das klingt total authentisch. Laden. Ja, genau. So, wieder das Medipack übersehen. Schnell runterrollen, den grünen Stein diesmal mitnehmen, genau, dass wir auch geheilt sind. Und dann erstmal zwischen. Genau, wir können nämlich sonst so zwischen den Messern können wir uns nämlich verstecken, wenn die angerollt kommen, hier den Nebel ziehen. Na! Oh, das ist ja friemelig hier. Das sind, um genau zu sein, 4 Schalter, die müssen wir alle drücken. Und immer aufpassen, dass wir nicht von den Messern getroffen werden. Den ersten haben wir schon. Jetzt schnell, schnell, schnell so zwischenstellen, genau, dass die Messer uns nicht treffen. So, sehr schön. Und dann können wir nach rechts zum nächsten Schalter. Wir machen das Ganze noch etwas spannend, indem wir etwas abwarten. Oh, da kommen sie schon wieder angerollt. Knapp. So, jetzt können wir auf die andere Seite. An die Wand und an den Schalter. Ich finde, die Musik passt halt auch sehr, sehr gut wieder dabei. Das haben sie... Oh, da haben sie uns noch ein bisschen erwischt. Speicher... Nein, der... Lara, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Du hättest sollen speichern. Temple of Puna. Der Puna-Tempel. Oder wie auch immer ihr das übersetzen wollt. Und er nimmt schon wieder das Medipack nicht mit. Das ist doch eine wahre Freude. Wenigstens nimmt er den Stein mit. Da hat die Vergiftung auch ein Ende. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in dem jetzigen Anlauf habe ich es gepackt. So. Mit dem Gesicht zur Wand. Das ist die Schäme-Ecke. Das kennt er noch aus dem Kindergarten. Was macht er jetzt? Er ist sehr vorsichtig. Das hat er gelernt. Komm jetzt, wir können ruhig den Schalter betätigen. Das wäre mit Sicherheit gegangen. Jetzt aber. Schalter umlegen, schnell in die Ecke. Schäme-Ecke, Gesicht zur Wand. So. Einmal rollen und jetzt mit Anlauf drüber springen. Speichert er? Nö. Risiko. Was macht er? Er macht gar nichts. Doch, er speichert. Und zwar an einer cleveren Stelle. Nämlich indem sich die Messer von uns wegbewegen, genau. So, jetzt mit Anlauf drüber springen, dann dürft eigentlich. Ich gebe ihm schon den Tipp und er macht's nicht. Mit Anlauf drüber springen. Komm. Ja. Jetzt aber. Sehr gut. Und direkt wieder in die Schäme-Ecke stellen. Schalter betätigen. Und vorsichtig positionieren. Jetzt auf die andere Seite. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Natürlich, klar. So. Jetzt geht die Tür auf. Jetzt muss man natürlich wieder aufpassen. Ja. Rumdrehen. Und da hinten ist die Tür offen, das dürfen wir jetzt ohne Probleme erreichen, genau so ist es. Und hier an dieser Stelle habe ich dann die Aufnahme beendet. So, hier einmal hinstellen. Das tue ich jetzt wieder, wir speichern nochmal schnell ab. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Dabeisein, fürs immer noch zugucken. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Drückt mir die Daumen, dass die Aufnahme dieses Mal funktioniert hat. Ich habe keinen Bock, das ein drittes Mal zu machen. Ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, fürs Dabeisein, fürs immer noch zugucken. Ja, mehr bleibt doch die Lara, die springt noch ein bisschen rum für euch. Wie gesagt, macht's gut. Hier mit dem Kopf gegen die Wand. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Pulsar. Boah, ich bin ganz aufgeregt, ob es wirklich funktioniert. Bis dann. Tschüss.